Ihre natürliche Neigung besteht darin, die Einstellung, den Kleidungsstil, die Meinung und den Lebensstil der Menschen zu übernehmen, mit denen sie sich identifizieren und mit denen sie die meiste Zeit verbringen. Fliegen Sie mit den Adlern. Hören Sie nie auf zu lernen und zu wachsen. Treffen Sie heute die Entscheidung, in sich selbst zu investieren und besser zu werden. Und zwar so, als hinge Ihre Zukunft davon ab. Denn es ist so, dass der mutige Mensch die Disziplin aufbringt, sich trotz seiner Angst mit dieser zu konfrontieren, mit ihr umzugehen und dann zu handeln. Man betrachtet Mut zu Recht als die höchste der Tugenden, denn er ist die Voraussetzung für alle anderen Tugenden. Mut zu haben bedeutet, der Furcht zu widerstehen. Es bedeutet, sie zu beherrschen, nicht keine Furcht zu haben. Der Unterschied zwischen einem Helden und einem Feigling ist, dass der Held 5 Minuten länger dabei bleibt. Sie entwickeln den Mut, den Sie sich wünschen, indem Sie sich selbst wiederholt in Disziplin üben, das zu tun, wovor Sie Angst haben, bis diese Angst am Ende verschwindet. Und das wird geschehen. Machen Sie der Angst ein Ende. Sie brauchen den Mut, ohne irgendeine Garantie für Erfolg und mit einer zumindest kurzfristig hohen Misserfolgswahrscheinlichkeit aufs Ganze zu gehen. Der größte Fehler, der die meisten Menschen von etwas abhält, ist es, dass sie trotz all ihrer besten Absichten nicht den Mut haben, den ersten Schritt zu machen. Dran zu bleiben, weiter an etwas zu arbeiten und dafür zu kämpfen, nachdem sie aufs Ganze gegangen sind und bevor sie schon irgendwelche Resultate oder Belohnungen erkennen können. Jeder einzelne Akt der Selbstdisziplin festigt jeden weiteren Akt der Selbstdisziplin. Die einzige Methode, mit einer Angst umzugehen, besteht darin, sich direkt mit ihr zu konfrontieren. Ergreifen Sie die Waffen gegen ein Meer von Sorgen. Und indem Sie das tun, bereiten Sie ihnen ein Ende. Ich habe mir über viele Dinge im Leben Sorgen gemacht. Und die meisten von ihnen sind nie eingetreten. Schätzungen zufolge treten 99% der Dinge, über die man sich Sorgen macht, nie ein. Tun Sie etwas, bleiben Sie dran, handeln Sie schnell, beschäftigen Sie sich intensiv damit, etwas zu tun, damit das Schlimmste nicht eintritt. Dann haben Sie gar keine Zeit dafür, sich Sorgen zu machen. Der Hauptgrund für Erfolg ist Beharrlichkeit und entsprechend ist der Hauptgrund für Misserfolg mangelnde Beharrlichkeit. Am Ende werden Sie den Punkt in Ihrem Leben erreichen, an dem Sie vor nichts mehr Angst haben. Thank you.